So, ich nutze die Zeit, während wir hier noch das, auf das finale Ergebnis warten, quasi dem finalen Ergebnis entgegenfiebern, um den nächsten Referenten anzuordnen. Ich habe dann quasi in meinem letzten Satz schon den Titel seiner Präsentation vorweggenommen. Der Titel ist von evidenzbasierter zu evidenzbasierter Medizin und vortragen wird Herr Keno Merz aus der Abteilung Computerassistierte medizinische Intervention vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. So, vielen Dank. Ja, erstmal ein paar überleitende Worte, solange es noch weitergeht. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute sprechen zu können. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin heute als Medizininformatiker hier, ich bin kein Arzt und ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ich in die Klinik gehen kann und dann die Chance habe, mit Klinikern zu reden. Das ist für uns immer sehr, sehr spannend. Das ist noch kein Produkt, das ich vorstelle, sondern tatsächlich, Dankeschön, Forschungsarbeit, die wir hier betreiben. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich in der Phase bin, in der mir Geld angeboten wird, aktiv von Dritten, dann ändert sich das hier bald, aber schauen wir, wo die Reise hingeht. Surgical Data Science ist der Überbegriff meiner Arbeit, also Data Science aus der Chirurgie, von Evidenz zu evidenzbasierter Chirurgie ist der Untertitel, ein bisschen provokant. Und natürlich ist die erste Frage, was verstehen wir eigentlich unter Surgical Data Science? Wir hatten da vor 2 Jahren einen internationalen Workshop ausgeführt im Rahmen der Tatsache, dass Data Science an und für sich immer und immer bekannter wird und mehr Feedback erhält. Und wir schauen mal, wie kann sich diese Ansätze aus Data Science und Big Data in die Klinik übertragen werden. Und letztendlich, der Zustand, den wir uns befinden, wenn man sich die Evolution der Chirurgie anschaut, dann sehen wir, dass es früher so war, dass es einen Arzt für alle Zwecke gab, der in einem relativ kleinen Umfeld seine Traditionen umgesetzt hat und damit auch einigermaßen erfolgreich war. Heute ist die Situation natürlich viel komplexer. Wir haben Ärzte, die ein ganz spezifisches Fachwissen aus Literatur bereithalten müssen, die klinischen Leitlinien verarbeiten müssen, die ein großes Fallhintergrundwissen für vergangene Fälle in sich im Kopf auf Abruf haben, die eine große Datenbank von Patienten individuell im Wissen haben und natürlich auch eine ganze Menge von Geräten, die jetzt neu in dem OP dazugekommen sind, wenn man da teilweise reinschaut, nämlich die Chirurgie-Seite, Viszeralchirurgie, da kann man ja kaum noch irgendwo hinlaufen, ohne über ein Gerät zu stolpern. Und die sind aber alle nicht vernetzt. Jedes dieser Geräte spricht seine eigene Sprache, hat seine Schnittstelle. Und die eigentliche Fusionsleistung, das Decision-Making, bleibt immer noch dem Arzt überlassen, wie er mental dann tatsächlich durchführen muss. Und was wir uns vorstellen für die Zukunft ist, dass wir es tatsächlich schaffen, aus diesen ganzen isolierten Quellen ein formalisiertes, modelliertes Gesamtheit zu erstellen. Und dies tatsächlich erlaubt, von diesem Isolierten zu dem Integrierten, das war auch ein ganz wichtiger Satz gerade eben, zu gelangen von subjektiv zu objektiv und eben letztendlich von qualitativ zu quantitativ. Von einer artisanalen Kunstform, von einer Kunst des Chirurgen zu einem echten wissenschaftlichen Prozess. Wenn man sich das ansieht, diese riesigen Mengen Large-Scale Surgical Data, die wir jetzt schon haben, und die tatsächlich klinisch bedeutungsvolle Information, das ist ja nicht dasselbe, das ist ein Ausschnitt davon. Und wir sehen Surgical Data Science als diese Brücke, die zwischen diesen beiden Ebenen vermitteln kann. Und gerade Beziehungseminenz und Evidenz, wenn man sich die Realität in deutschen Krankenhäusern, ich bin mir sicher, das wird ja in der Schweiz auch ähnlich sein, anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass wir ein sehr, 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 sehr schnell änderndes Wissen haben, ständig neue Publikationen verarbeitet werden müssen, dass häufig die Evidenz der Publikation nicht klar oder unklar ist. Ich war vor kurzem auf einem Kongress für evidenzbasierte Medizin und es war ganz spannend zu sehen, wie diejenigen, die die Studien schreiben, über die Evidenz denken, und wie diejenigen, die Studien konsumieren in der Klinik, die auch interpretieren. Ein unheimlich hoher Workload für den einzelnen Arzt und natürlich auch immer noch häufig sehr, sehr starke Hierarchien. Und das führt zu dem, was wir den Jaded Physician nennen, einem Arzt, der sich auf die Hierarchie verlässt und gar nicht die Chance oder die Zeit hat, in diesen Entscheidungsprozess einzusteigen. Wenn wir mal schauen, was Data Science anderweitig geleistet hat, das ist das Computerspiel Breakout, ich weiß nicht, ob ihr das ein bekanntes, kleines Puzzle, man schiebt so rum und versucht, diese Steine abzuschießen. Und jetzt wollen wir ein Computerprogramm schreiben, das dieses Spiel löst. Früher hätte man das ganz klassisch gemacht, man hätte angefangen, den Spielfeld zu modellieren, wir haben hier Banden, wir haben hier Blöcke, wir haben unten ein Puzzle, das kann man mit dem Joystick nach links und rechts bewegen, Einfallswinkel, Ausfallswinkel, Spielregel schreiben und so weiter. Es gab einen neuen Ansatz, der super erfolgreich war, mit den sogenannten Convolutional Neural Networks, Deep Learning. Und zwar haben die nichts anderes gemacht, als den kompletten Bildschirm ohne irgendwelche Weiterverarbeitung einfach jeden Pixel an ein neuronales Netz zu geben. Also jeder ist auf der Eingabeebene, ist jeder Pixel ein, so ein Knoten von einem neuronalen Netz.
das über ein Convolutional Neural Network nach hinten durchzureichen und am Ende zu lernen, was das für eine Joystick-Ausgabe jetzt am besten ist. Und die Belohnungsfunktion war einfach die Punktzahl, die auf dem Bildschirm ausgegeben worden ist. Und es hatte ganz erstaunliche Ergebnisse. Nämlich nach 10 Minuten Training hat das Programm, 10 Minuten, hat das Programm eingespielt wie ein Beginner, hat den Ball noch verloren. Nach 2 Stunden Training hat es wie ein Experte gespielt, hat den Ball quasi nicht mehr verloren. Und nach 240 Minuten hat es wirklich schon so abgefahrene Spielstrategien durchgeführt und diesen Ball gezielt nach hier oben gespielt. Also das funktioniert tatsächlich und ganz ähnlich kann man das für einen ganz, ganz großen Anteil des Atari-Katalogs auch durchführen, weil wir haben eine feste Bildeingabe, wir können super einfach Trainingsdaten generieren, jeder Frame, jede Sekunde neue Trainingsdaten, Input. Und jetzt fragt sich natürlich, weil wir Breakout-Spielen lösen können, können wir vielleicht tatsächlich dem Arzt auch irgendwie helfen. Und die Situation in der Klinik, das muss ich Ihnen nicht sagen, ist natürlich eine ganz andere. Denn wir haben eine unfassbar große Heterogenität der klinischen Daten. Wir haben nicht nur einen Bildschirm, auf dem was angezeigt wird, sondern wir haben Krankenhausinformationssysteme, PACS-Systeme, Laborinformationssysteme, Radiologieinformationssysteme. Und da stehen irgendwelche Kurven drin, Patientenstammdaten, Krankenreporte, PDF-Formen, unheimlich viele verschiedene Binärbilder, verschiedene Interventionsmöglichkeiten, Protokolle dazu, Laborberichte und so weiter, Anordnung von Medikamenten. Und das alles häufig auch in der Form, ich habe gerade eben schon ein Beispiel bei Ihnen gesehen, das ist tatsächlich was ich mal digitalisieren musste. Ich habe das versucht, an meinen Hiwi abzugeben, der hat gekündigt, oder zumindest bei der Kündigung gedroht. Aber wir haben es zumindest auf erster Ebene geschafft und arbeiten damit jetzt weiter. Und das ist letztendlich die Krux bei uns. Die Daten, die sind das neue Öl, klar, haben wir damals gesagt. Wir brauchen diese Daten, um wirkliche Machine Learning Prozesse anwenden zu können. Und jetzt schauen wir mal, wie wir versuchen, aus dieser Problematik Daten versus Modellierung rauszukommen. Das ist der Inhalt im Prinzip, mit dem ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Und zwar geht es um die wissensbasierte Leberchirurgie, also wie können wir für einen Arzt Informationen im Kontext der Leberchirurgie bereitstellen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Leber zu therapieren, Resektion, Radiofrequenzablation, man schiebt eine kleine Nadel vor, erhitzt die Spitze, verödet den Tumor lokal. Wir machen Radiotherapie, wir machen Chemotherapie. Transplantation ist natürlich auch ganz wichtig und schlimmerweise auch noch x-beliebige Möglichkeiten, das zu kombinieren. Vorher Radio, nachher Radio, Chemotherapie. Eine Stufe, zwei Stufen die Lebertherapie durchführen, ist sehr komplex. Und natürlich hat der Arzt die ganzen Patienten individuelles Wissen in seinem Hinterkopf. Er kennt diese ganzen Parameter, die ganzen Abläufe und die ganzen Bilder. Und eigentlich hat er ja auch das ganze Fachwissen in seinem Kopf, die ganzen Publikationen dazu. Als Tipp, wie viele Publikationen würden Sie schätzen, geben Sie mal so eine Zahl, erscheinen jedes Jahr über den hepatozelluläre Karzinom. Das ist eine Sorte primärer Leberkrebs. Werfen Sie mal einfach eine Zahl in den Raum. Jedes Jahr? 130 haben wir, wer bietet mehr? 130.000. Okay, das ganz so viel ist nicht. 130.000, ganz so viel ist nicht. Wir haben, dazwischen irgendwo ist die Wahrheit, 5.000 bis 10.000, je nachdem, was man dazu zählt. Aber allein schon die Zahl sagt natürlich, es ist vollkommen illusorisch von einem Arzt zu erwarten, dass er sich manuell damit komplett auf dem Laufenden bleibt. Deswegen gibt es klinische Leitlinien, das ist Ihnen wahrscheinlich alles im Begriff, man kondensiert die zusammen und man führt den Schritt durch, aber gerade in der Viszeralchirurgie ist es so, dass diese klinischen Leitlinien eben nicht für alle Patienten zutreffen. Ja, wir haben das immer versucht zu modellieren selber, ich bin zu meinen Ärzten gegangen, da haben sie mir gesagt, das geht so und so, da habe ich einen Beispielpatienten gemacht, bin mit denen hin, passt das für dich? Oh nein, das Spezialfall ist schwierig, bei dem können wir das nicht machen, weil der Tumor zu nah am Herz liegt, müssen wir anders machen und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es für komplexe Fälle sogenannte Tumorboards, wo verschiedene Ärzte das ganze praktische Wissen, das sie angesammelt haben, Onkologen, Chirurgen, Radiologen zusammenkommen und versuchen, eine gemeinsame Fallplanung durchzuführen und gemeinsam mit ihrem praktischen Wissen wirklich die beste Intervention für den Patienten zu finden. Und wenn man jetzt mal schaut, was auf dieser Ebene tatsächlich an Assistenzsystemen zur Verfügung stellt, ist es ein bisschen ernüchternd, weil gerade in der Operationsplanung ist es sehr häufig so, dass man komplett bildbasiert vorgeht. Also wir haben ein CT-Bild, wir segmentieren die Leber, die Gefäße, den Tumor und machen so eine volumenbasierte Planung und das war es eigentlich schon. Und wo wir aber hinwollen, ist, dass wir tatsächlich eine komplette Strategieplanung mit einführen können. Ein Schritt, der das wirklich alle Parameter umfasst, indem man alle multimodalen Therapien zusammenführen kann und am Ende vor allem auch diese Patientendaten wieder zurück in die Fallbasis führt, damit wir damit auch weiterrechnen können und schauen können, war das eigentlich richtig, was wir tatsächlich vorgeschlagen haben.
Wie kommt man jetzt von den tatsächlichen Daten zur Entscheidung? Das ist auch so ein bisschen die Gliederung von meinem Vortrag. Auf diese einzelnen Themen möchte ich heute auch eingehen. Und zwar, wenn der Patient zu uns kommt, nehmen wir seine ganzen Patientendaten in ein Patientenmodell auf, segmentieren automatisch Bilder, soweit wie es geht, mit Algorithmen jetzt schon vor, führen dann im ersten Schritt mit dem Hospital Leitlinien im Prinzip eine erste Planung durch, wie weit wir damit kommen und schauen, was das Ergebnis davon ist. Und im zweiten Schritt haben wir mittels Studien und Falldaten eine Art Differentialbehandlungsplanung angeboten, die uns zeigt, was sind die Alternativen, wie könnte es endlich aussehen, an welchen Parametern können wir für diese Behandlung überhaupt drehen, um das Beste für die Patienten rauszuholen. In dem ersten Schritt schauen wir uns das Patientenmodell an. Das war tatsächlich eine Frage, die uns extrem viel Kopfzerbrechen bereitet hat am Ende und die länger gedauert hat, als wir geglaubt haben. Letztendlich haben wir uns für eine nicht datenbankbasierte Graphstruktur entschieden, die Subjekt-Prädikat-Objekt-Logik folgt. Und ganz vereinfacht dargestellt bauen wir Patienten und auch alles andere unseren Bäumen auf. Es gibt Patienten, die haben Teile, zum Beispiel eine Leber oder einen Tumor. Wir haben bestimmte Qualitäten wie das Geschlecht, das Gewicht, Divisionsvolumen, die gemessen werden zu bestimmten Zeitpunkten und von bestimmten Quellen. Und wir haben tatsächlich über 1000 Qualitäten, momentan sind es 1400, die wir in diesem Behandlungsablauf gerade messen, nur für den Fall des primären Leberkarzinoms. Die Vorteile von diesem Modell ist, dass wir komplett für jeden einzelnen Measurement Zeitlinie von dem Patienten nachvollziehen können, wann was passiert ist. Wir haben zu jedem Measurement die Quelle, aus der sie gekommen ist. Und wir haben vor allem auch den Kontext, in dem es angeordnet ist. Das macht nämlich teilweise ganz gewaltige Unterschiede. Alpha-Ferroprotein ist ein Tumormarker, der kann verwendet werden, um vorherzusagen, ob ein Neugeborenes in welchem Entwicklungszustand es befindet. Kann zeigen, dass es einen Lebertumor gibt. Kann aber auch zeigen, wenn es verringert wird, dass eine Behandlung erfolgreich anschlägt. Und dieser Kontext ist für die Interpretation der Daten eben auch wichtig. Und letztendlich benutzen wir auch schon vorhandenes Wissen, so gut wie es geht, mit. Das Lumi-CT ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Deutschland ist leider Gottes in der EU weiteres, glaube ich, sogar mittlerweile einzige Land, das nicht Teil der Lumi-CT ist, was ich persönlich wirklich schade finde. Das ist eine großartige Datenbank. Und wenn man jetzt im Prinzip sagt, ich spreche von der Leber, und wenn ich von der Leber spreche, dann meine ich das gleiche wie Lumi-CT Liver, dieses bestimmte Punkt hier. Dann ist im Lumi-CT hinterlegt, das ist ein Organ. Wenn ich von HCC spreche, primärer Leberkrebs, spricht Lumi-CT mal in diesem Begriff, das ist ein Krebs. Und wenn ich von Resektion spreche, dann ist eben Lumi-CT hinterlegt, dass man mit einer Resektion Krebs aus einem Organ entfernen kann. Und implizit steckt hier schon die Logik dahinter, dass eine Resektion eine geeignete Behandlung ist, um Leberkrebs zu behandeln, obwohl ich es nicht explizit motiviert habe. Auch sowas sollte man nach Möglichkeit nutzen, hilft uns ungemein bei der Arbeit. Und jetzt haben wir also einen Graphen von einem Patienten, in dem der Patient im Mittelpunkt steht, in dem es verschiedene Eigenschaften gibt, die gemessen worden sind, in dem wir Bilder haben, die diese Eigenschaften auch verlinkt sind in externe Datenbanken und in denen wir einzelne Bilder durch Algorithmen weiter ableiten und auch modellieren, warum diese Ableitung passiert ist und durch welche Algorithmen, dass wir eine Leber segmentiert haben, dass wir einen Tumor segmentiert haben, dass der gekontrolliert worden ist, eine Vessel Segmentation haben, eine Coenosegmentsegmentierung anschließend gemacht haben, bleibt alles nachvollziehbar. Jetzt kommen die Guidelines ins Spiel. Und ich als Informatiker, für Sie ist das wahrscheinlich was ganz anderes, wenn immer ich mit dem Thema Factual Knowledge und Guidelines auf eine Konferenz gehe, ist das ungefähr die Reaktion. Wow, das ist jetzt sowas von 1970. Habt ihr eigentlich nicht mal ein bisschen was anderes machen, was Neueres? Aber tatsächlich ist es so, und das zeigen auch Studien immer wieder, dass Ärzte Guidelines nicht adäquat folgen. Das hat nichts mit Willen oder Unwillen zu tun, das hat einfach mit der Tatsache zu tun, wie diese Guidelines präsentiert werden. Und bisher war es auch in jedem Krankenhaus so, in dem ich bekommen bin, dass die Ärzte dann sagen, ja, dafür gibt es Guidelines, und wenn man sie bittet, einen bestimmten Fall dafür durchzuspielen, dass es dann eben doch schnell schwierig wird. Unsere These, warum gerade die Guidelines-Systeme, die schon existieren, vor allem in den 70er, 80ern, so grandios gescheitert sind, ist eben die Tatsache, dass Guideline-Wissen allein nicht reicht. Man braucht Hintergrundwissen und der Arzt, bei dem wird immer noch wahnsinnig viel Interpretationsarbeit abverlangt beim Folgen dieser Guidelines. Warum ist das so? Wenn man sich anschaut, wo Evidenz und Spezifizität herkommen, haben wir am Anfang kleine Gruppen, die sind sehr spezifisch, sehr niedrige Evidenz, aber die beschreiben den Patienten sehr genau. Die werden in Studien zusammengefasst, zu größeren Gruppen, wo die Evidenz steigt, die Spezifizität runtergeht und schließlich zu klinischen Leitlinien, wo die Evidenz sehr, sehr hoch ist, die Spezifizität für den Patienten aber sehr niedrig. Und das führt dazu, dass diese Guidelines für vielleicht 80% der Patienten sehr gut funktionieren, für 20% aber eben nicht ausreichend sind und für einen Arzt.
die eigentlich spannenden, schwierigen Fälle dann eben doch wieder von Hand bearbeiten muss. Ein Beispiel dafür, so ist eins aus mir gezeigt worden, in Krankenhaus in Heidelberg. Wenn eine Kolorektalmetastase diagnostiziert worden ist, dann ist die erste Entscheidung, ist sie resektabel oder unresektabel. Das wird in dieser Guideline gar nicht geklärt, das muss anhand von einer anderen Guideline festgelegt werden. Irgendeine Präoperativ-Therapie, 2 bis 3 Monate, welche genau, andere Guideline. Dann Chirurgie, One-Stage oder Two-Stage mit oder ohne Portalvenenembolisation, sind schon viel Freiheitsgrade für die Durchführung und am Ende auch wieder eine postoperative Therapie. Und da kam uns dann die Idee, warum modellieren wir das eigentlich monolithisch, wenn wir es nicht schaffen können, diese einzelnen Punkte auch automatisch zusammenzuführen. Wir nehmen nur noch publizierte Guidelines, kleine Schritte und schauen, den besten Weg dafür zu finden. Das haben wir gemacht. Ich will da jetzt gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Das ist ein allgemeines Modell für Studien und für Publikationen und für Guidelines, in dem dieses Patientenmodell, das wir gerade gemacht haben, direkt wieder verknüpft worden ist mit Bedingungen, die wir dann ausführen können. Das führt dann dazu, dass wir in diesem Baum das System dann sagen, wir gehen diesem Pfad, wir gehen diesem Pfad nicht oder wir brauchen neue Informationen. Und das ist ja eigentlich der spannende Punkt. Was können wir dann zeigen? Ist der Patient in gutem Zustand? Das ist immer ein wunderbares Beispiel, wo ein System schwierig wirklich Auskunft geben kann. Qua qualitative Aussage, ist er gut genug? Es gibt in StreamHCT den Begriff des Karnofsky-Index und wir können das erkennen, dass der Karnofsky-Index über unsere Verlinkung etwas über den Gesundheitszustand sagt. Wir können also herausfinden, hier ist ein geeignetes Maß. Wende dieses Maß an, berechne den Karnofsky-Index anhand der Patientendaten, zeig es dem Arzt und versuche ihm damit zu helfen. Zeig eine andere Studie, die vielleicht was anderes sagt. Gib ihm die Informationen, die er braucht. Entscheiden muss der Arzt selber an dieser Stelle. Nicht Entscheidung abnehmen. Oder eben relevanten Daten sind fehlen. Also auch mit einem bestimmten Labortest an, um die Hepatitis-Wert auszufinden. Das ist das System in Aktion. Ich will natürlich auch nicht ein. Zumindest. Vielleicht können Sie mal kurz gucken, ob das Video abspielt oder nicht abspielt. Das wäre tatsächlich schade, wenn es nicht tut. Ich glaube, okay, nicht. Müssen Sie mir leider glauben. können es vielleicht später nochmal durchbinden. Ich schicke ein Video später rum. Es wird nicht funktionieren, fürchte ich. Falsches Format. Aber letztendlich können wir durch diese einzelnen Schritte durchnavigieren. Wir können dem Arzt zeigen, was wann wo passiert. Und wir können auch, wenn an einer bestimmten Stelle zum Beispiel eine Biopsie angefordert ist und wir das Ganze sichern müssen, dann können wir auch direkt mit unseren eigenen Systemen hier ranarbeiten. Das ist ein kompakter Ultraschallsonde mit einem Generator, wo wir eine durchnavigierte Punktion durchführen. Wir können dann direkt den Tumor lokalisieren, versuchen den Arzt an diesen Punkt zu führen, eine Biopsie-Sicherung zu machen und anschließend diese Werte auch direkt wieder in das System überführen. Schon einen ersten Verlust. Und anschließend auch weiterzumachen. Hier sehen Sie jetzt den zweiten leider wahrscheinlich auch nur Screenshot. Wie wir damit dann anschließend weitermachen können und welcher Schritt als nächstes gemacht wird. So können wir den Behandlungslaufpunkt von Zeitpunkt der Diagnose von einem HCC, also der Diagnosesicherung von einem hepatozellulären Karzinom, bis zur endgültigen Behandlungsplanung durchführen. Jetzt haben wir also den kompletten Behandlungsbaum, der abgelaufen ist. Wir haben auch die ganzen Studien, die auch Aussagen über die Details machen. Und jetzt ist die letzte Frage, was ist denn mit Fallwissen? Das ist ja auch noch spannend für uns. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch aus einer Guideline, Transplantation, Lebertransplantation. Wir müssen eine Leber transplantieren. Leider sind die nicht überall verfügbar. Gute Lebern sind rar. Und wir müssen jetzt also irgendwas machen, um den Tumorwachstum einzudämmen, bis es dann soweit ist, dass wir eine haben. Und das ist die sogenannte Bridging-Operation. Entweder eine Resektion oder eine Radiofrequenzablation. Und die Anweisung ist, wenn die geschätzte Chance, dass der Patient während einer Resektion stirbt, unter 3% ist, dann führen wir eine Resektion durch. Und ich habe meine Ärzte gefragt und ich habe ein paar Ärzte gefragt und ich werde auch heute wieder versuchen, welche zu fragen hier. Wie macht man das tatsächlich? Und die Antwort war immer dieselbe. 2,5%, 3,5%, weil man einfach nicht die Chance hat, die passenden Studien für diesen Patienten auszugeben. Es ist also auch hier kein Unwillen, der hier auffällt. Es ist eine Nichtverfügbarkeit des Wissens, die wir lösen können. Einmal über Patienten unserer Basis, andererseits als über Studien, die wir zur Verfügung haben. So, einmal kann man solche Werte schätzen über eigene Patientenkollektive, die man ableitet aus der Fallbasis. Da gibt es Ähnlichkeitsmaße, die wir über unseren Graphen laufen lassen können. Einmal kann man Ärzte abstimmen lassen. Oder einmal kann man auch schauen, welche Patienten sind denn in ähnlichen Studiengruppen und werden häufig ähnlich zusammen genannt. Sind die passend? Oder nimmt man einfach die Vergleichsgruppe für eine bestimmte Studie, die diese Aussage macht?
Nun haben wir in unserem Graphen auch noch andere Patienten mit ihren eigenen Messungen. Wir haben Verknüpfungen, Ähnlichkeiten zwischen diesen verschiedenen Werten. Und wir haben diesen ganzen Hintergrund von Patienten, die wir schon eingegeben haben. Und an dieser Stelle wird Machine Learning tatsächlich dann auch für uns möglich, weil wir so eine Datenbasis geschafft haben, so eine verknüpfte, dass wir maschinell auf diesen Punkten arbeiten können. Und da wir zu diesem Zeitpunkt wissen, in was für einem Stadium befindet sich der Patient gerade in der Behandlung? Was sind passende Studien für den Patienten? Was sind ähnliche Patienten, die wir anwenden können? Können wir auch solche Graphen anschließend generieren? Wir können zeigen, was sagt eine bestimmte Studie aus über die Mortalität, über die voraussichtliche Länge, voraussichtliche Prognose über 5 Jahre. Was sagt die eigene Fallbasis dazu? Ist auch immer ganz spannend zu sehen, wie stark der Location Bias reinspielt. Sieht man bei uns in Heidelberg immer sehr gut. Zentrum für Leberresektion haben wir sehr gute Werte, oft ein bisschen besser als die Studien, machen aber wenig Radiofrequenzablation, also unsere Prognosen ein bisschen schlechter. Das ist tatsächlich eine echte justifiable suggestion. Wir können für jeden Punkt zurückgehen, bauen. Ist dieser Vorschlag da? Auf welcher Basis, welcher Studie, welche Werte haben wir dafür genommen? Und damit hoffen wir so ein bisschen, dass wir dem Arzt den Bart abnehmen können und ihn zumindest zeitweise ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Surgical Data Science, das war einmal der schnelle Rundumschlag dafür. Wir sehen das als ein neues Feld in der Chirurgie, in der Klinik auch an, das sich mit der Extraktion von Wissen aus Daten beschäftigt. Es gibt ein großes Fortschritt in diesem Feld der Datenextraktion insgesamt. Gerade in der Chirurgie ist es leider nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Es gibt große Datenpools, gerade auch wenn man an ImageNet denkt, an diese ganzen Bilder für automatisches Fahren, automatische Fahrer, aber eben nicht für klinische Daten, weil Datenschutz nach wie vor ein großes Problem ist. Das ist eine gute Sache, Datenschutz, aber ich denke, es ist ein Problem, dem wir uns langfristig stellen müssen, wenn wir ähnliche Ergebnisse leisten möchten beim Patienten. Und das Ziel ist, dass man eben von der artisanalen, also von der künstlerischen Leistung zu einer echten, datengetriebenen, interventionellen Gesundheitskultur kommt. Ganz wichtig ist dafür eine Kultur von kontinuierlicher Messung, und kontinuierlicher Assessment davon, wie gut man tatsächlich jetzt gerade ist. Und was wir persönlich auch denken, ist, dass es in der Klinik Spezialisten dafür braucht. Das ist den Doktor keine Hilfe getan, wenn regelmäßig irgendwelche Externen kommen, die sich alles super aufwendig erklären lassen und dann doch nicht so lange nicht verstehen, was eigentlich passiert. Sondern wir denken, dass wirklich solche Leute in der Klinik arbeiten sollten, solche Data Scientists, die sich mit diesen Daten auseinandersetzen, um daraus einen Mehrgewinn zu schaffen. Das ist dann tatsächlich, wie wir uns vorstellen, hello, I'm OR2030, der mit dir redet und einem erklärt, was gerade funktioniert, was gerade nicht funktioniert und einem vielleicht auch tatsächlich warnt. So, wenn ich jetzt noch 3 Minuten habe, klar, will ich noch kurz auf unser neuestes Projekt, ganz, ganz neues, haben wir noch nicht vorgestellt, haben es vor kurzem eingeworben. Genau mit dieser Idee sind wir vor das BMW und haben gesagt, wir würden das gerne umsetzen und wir möchten einen App-Market für das Krankenhaus, für den Operationssaal, weil nichts einen Arzt so begeistert, wie wenn man von einem Einfall spricht, haben wir mit dem App-Market noch angefangen, hat auch super funktioniert, nicht nur die Ärzte waren begeistert, auch das BMW war begeistert. Und das Ziel ist es, dass wir die medizintechnischen Geräte im OP-Saal allgemein abstrahieren auf Basis von dem OI-Net-Projekt, das ja vor kurzem abgeschlossen worden ist, und dass wir darauf eine insgesamte Plattform aufbauen, die einheitlich ist, in der wir ein Gateway oben drüber haben, das diese Daten verwaltet, allgemein zugänglich macht, standardisiert und verschiedene Dienste darauf anbietet, die Algorithmen darauf aufführen. Das kann eine Segmentierung sein, das kann ein Tracking-Dienst sein, ein Algorithmus für Entscheidungen, für Prognosen, die zur Verfügung stellt und in dem ein kleines mittelständisches Unternehmen auch tatsächlich sagen kann, okay, wir haben eine tolle neue Idee, wir möchten die jetzt in die Klinik bringen, ja? Wir können die zertifizieren lassen, wir können da rein. Diese Leute sind vorher gescheitert einfach daran, dass es in jeder Klinik komplett anders aussieht. Und diesen möchten wir damit eine Möglichkeit geben, reinzukommen. Da oben drauf sitzen die Apps, das sind verschiedene Applikationen, die Dienste unten drunter anwenden, sie weiter Daten daraus ziehen und dann dem Arzt damit tatsächlich helfen. Dazu gibt es ein Koordinationspaket und eine Business-Plattform, die dafür sorgt, dass solche Apps dann tatsächlich auch vermarktet werden können, zum Beispiel Pay-Per-Use-mäßig, dass ein Algorithmus dann angewandt wird dafür. Ganz, ganz kurz, die Apps, an denen wir bisher arbeiten, ist eine Augmented Reality-App für die Endoskopie, dass man tatsächlich direkt Live-Daten überblenden kann dafür. In aller Kürze eine minimalinvasive Punktions-App, die ich vorher schon mal ein bisschen angedeutet habe, in dem eine Ultraschallsonde der Tumor gescannt wird und man hilft mit der Navigation an Risikostrukturen vorbei, direkt zum Ziel zu kommen. Eine multispektrale Perfusionsmessung, in dem man beim Darm zum Beispiel, wenn wir ein Stück resizieren, den Darm annulliert, also zusammenfügt, anschließend prüfen kann, ob dieser Bereich auch gut genug durchblutet ist. Und ich hoffe, jetzt funktioniert das Video, das ist nämlich so schön.
Arsch. Ja, doch, da oben sieht man es tatsächlich. Wir können tatsächlich über die Tatsache, dass sauerstoffsättigendes Blut und sauerstoffungesättigtes Blut verschiedene Spektren haben, können wir eine Spektralanalyse machen auf den Bildern und sagen, wie genau sauerstoffgesättigtes Blut an dieser Stelle gerade ist. Ja, das sind die Dienste. Kurzer Blick auf die Plattform. Wir haben drei Säulen dafür. Die medizinische Bildverarbeitung, alles, was mit Bildverarbeitung zu tun hängt, bis zum Prozessmodellierung, die ich jetzt in diesem Vortrag am meisten angesprochen habe. Und letztendlich Augmented Reality, alles, was mit Interfunktionen zusammenhängt. Jetzt bin ich wirklich am absoluten Rand meiner Zeit. Ich sage vielen Dank. Ich hoffe, wir kommen da irgendwann hin und bin natürlich bereit, wieder Fragen. Fragen von Ihnen? Sollen wir alle Referenten? Oder wollen wir zuerst die TED-Frage? Erst die TED-Frage. Na gut. Sie sind der Chef. Ja, eigentlich ist sie die Chefin. Gut, dann gehen wir erst zur TED-Frage und dann zu den ganz analog, ganz normal gestellten Fragen. Nachdem ich darüber erzählt habe, sehen Sie einen Bedarf für eine neue Karrierebahn Clinical Data Scientist in der Klinik? Skaliert von ja, und zwar schon jetzt bis nein, innerhalb der Klinik ist eine solche Karriere nicht sinnvoll. Den Link zur Umfrage finden Sie auf diesem Blatt. Ja, ich fühle mich mal vorsichtig bestätigt. Ist tatsächlich also ein vernünftiges Bild. Ich finde noch immer froh darüber, dass es einige gibt, die da ein bisschen skeptisch drauf gucken. Es macht keinen Sinn, da einfach als Überdruck reinzuspringen. Und wir sind sicherlich nicht so weit, dass wir das jetzt schon mal mit dem Problem verfährt, aber wir arbeiten dran. Soll ich weitermachen? Ich habe keine große Erfahrung mit Testfragen oder Vorträgen. Hindernis für uns ist die automatische Auswertung von Studien, weil das Publikationsformat PDF ist, das ist der Albtraum eines jeden Maschinenverarbeiters. Würden Sie selber als Arzt, wenn Sie Publikationen schreiben, sich die Mühe machen und tatsächlich maschinenlesbare Inhalte zusätzlich zu erstellen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Nein, der Mehraufwand wäre in jedem Fall zu groß. Ja, die Verleger sollten hierbei weitgehend Unterstützung anbieten. Oder drei Jahre unbedingt. Cochrane macht das übrigens teilweise tatsächlich, die Cochrane Society, die ist um die ersten Vorreiter daraus. Sehr dankbar dafür. Ja, super. Gibt es sonst noch Fragen? Ganz analog, ganz direkt. Also ganz wichtig, ist mir persönlich auch ganz wichtig, die
Aussage, unser Algorithmus wäre besser als ein Arzt oder wir könnten ihn dagegen antreten lassen, da möchte ich grundsätzlich widersprechen. Das kann und sollte niemals das Ziel sein, meiner Ansicht nach. Und mir ist auch kein System bekannt, mir persönlich ist kein Clinical Decision Support System bekannt, das in der Lage wäre, im Falle einer Konfrontation mit einem Arzt zu sagen, wir machen das jetzt aber so, auch wenn ich das jetzt auch etwas anders siehst, das kann niemals der Fall sein. Aber was eben helfen kann, ist, dass wir beschaffen, diesen ganzen Prozess mitzubekommen. Das ist eben wichtig, dass der Arzt das abgenommen wird und dass wir dann die richtige Information zur richtigen Zeit anzeigen. Aber niemals kann das die Idee des Systems sein, zu sagen, du musst es jetzt so machen. Und genau das verzichten wir daraus, sondern ganz im Gegenteil, wenn ein Arzt an einer bestimmten Stelle sagt, ich will aber nicht lang gehen, ich mache das anders, haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, okay, gib das ein, schreib uns am besten vielleicht einen kurzen Grund rein, dass wir daraus lernen können aus der Entscheidung des nächsten Mal, dann gehen wir auch weiter. Aber ganz sicher, wenn man irgendwann mal, und das ist sicherlich nur die langfristige Zukunft, ein System hätte, wo man es komplett automatisieren kann, muss das natürlich auch rigoros durchgetestet werden. Das geht's nicht. Ich würde noch die Hypothese abgeben, dass das System wahrscheinlich umso besser funktioniert, umso niedriger das Standard of Care ist. So. Ich glaube, in einem Healthcare-System muss nicht jeder Klinik zu Regeln kommen, sondern mehrere Generalisten auch vielleicht komplexe Situationen lösen müssen. Da hilft dann umso mehr. Ich glaube, ein Spezialist, der jeden Tag genau mit solchen Patienten zu tun hat und genau diese Dinge weiß und wahrscheinlich noch mehr weiß als in die Guidelines, weil er schon die neuesten Paper gelesen hat. Das System wahrscheinlich ist dieses Delta an diesem Trend nicht so groß, wie einer, der einfach irgendwo in einem stabilen Kippen ernst haben muss und dann dort natürlich mehr profitiert von dieser offenen Evidenz. Aber genau solche Ärzte brauchen wir natürlich. Das sind keine Wissenssenken, das sind Wissensquellen. Das sind Leute, deren Behandlungsstrategien, die dort geplant werden, die uns anschließend sagen können, ja, aber schau mal, der hat das so gemacht. Warum wurde das so gemacht? Was gibt es da für Zusammenhänge, die wir noch nicht erkannt haben? Und deswegen ist es wichtig, dass das System auch weiterhin lernt und nicht nur imperativ von oben nach unten durchregiert. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wo mehr war. Von IBM, das gibt das Watson-System, und das ist ja im letzten Jahr kläglich gescheitert, und haben gemacht, gemeint hat, in der Onkologie könnte ich die Evidenz in ein System füttern und dann würde das System einem suggerieren, welche die beste Therapie ist. Und das ist ja kläglich gescheitert. Was er gezeigt hat, ist, dass der zukünftige Wert eines Arztes liegt darin, nicht inferentiell ableiten zu können, was jetzt aus dem Kontext sind, wie wir die Patienten wissen. Weil der Schritt hingegen, telefonbücherweise auswendig lernen, wird nicht mehr die Kernkompetenz des Mediziners in den nächsten 20 Jahren sicher nicht. Deswegen ist es nicht Maschine versus Arzt, es ist die Rolle Schärfung. Glaube ich nicht, persönlich. Watson ist ein ganz wichtiges Beispiel. Bei uns im Umfeld wurde lange Zeit für Watson gewarnt, weil Watson immer diese Eigenschaft hatte, dass sie mit ganz fantastischen Keynotes auf Konferenzen gereist sind und gezeigt haben, das geht alles, aber es gab keine einzige Studie, wie Sie sagen, in der jemals gezeigt worden ist, dass es da einen Mehrwert daraus gegeben hat. Und viele haben vorhergesagt, wenn Watson scheitern sollte damit, dass es eine neue KI-Eiszeit geben würde, wie sie damals nach dem Scheitern der klinischen Leitliniensysteme aus den 70ern passiert worden ist. Und ein Stück weit tritt das tatsächlich ein. Also seit jetzt dieser Untergang passiert ist, Google ist in die gleichen Falle getreten im Übrigen, haben wir wieder mit deutlich größeren Vorbehalten zu kämpfen gegenüber den Ärzten. Aber man muss ganz klar sagen, miteinander, nicht gegeneinander. Das macht keinen Sinn. Eine kurze Frage noch und dann müssen wir aufsprechen. Ich habe einfach praktisch die Frage. Wir haben vorher eindrücklich gesagt, wie aufwendig es ist, nur das Vorgehen von HCC zu definieren mit allen Faktoren. Wir haben eindrücklich gesagt, wie viele neue Studien es gibt, die auch jedes Jahr abgedatet werden müssen und das System angepasst werden müssen. Das heißt, das ist ein immenser zentraler Aufwand, um nur das Vorgehen von HCC zu definieren. Rentiert sich das? Darauf bezieht sich auch die letzte Frage, die ich gestellt habe. Ich denke, es wird zum Glück auch bei den Verlegern immer wieder geschärft, dass man dieses Wissen verfügbar machen muss und dass es keinen Sinn macht, einfach
nur über geschlossene Journale, am besten nur in gedruckter Form, die Leute zu informieren. Man muss dieses Wissen auf andere Art und Weise disseminieren können. Ja, es geht ein Stück weit. Wir haben es hingekriegt für HCC. Wir sind sicherlich auch nicht so weit, dass wir jede Minute, gerade auch weil wir auch mit Hibis und Doktoranden arbeiten, dass wir jeden Zeit das aktuellste Wissen da haben. Aber was wir zeigen können, ist, dass ein wirklicher Mehrwert dafür entsteht, wenn man diese Studien verbreitet. Für Cochrane zum Beispiel ist es tatsächlich möglich. Und Gott sei Dank haben sie auch einige wichtige Metastudien auch schon maschinenlesbar gemacht, sodass wir da echte Zahlen haben. Und es geht noch ganz weiter. Wenn man nämlich wirklich so weit gehen würde, dass nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Daten drin wären, dann könnte man endlich mal auch so weit kommen, wirklich über Evidenzsynthese nachzudenken. Wie kann ich verschiedene Studien zu verschiedenen Zeiträumen zusammenführen, zu einem echten statistisch wertvollen Aussage, wie die beiden zusammen funktionieren? Das wäre, glaube ich, ein echter Punkt für den Patienten, weil wir dann in einer echten personalisierten Medizin für einen Patienten wären, die Aussagen über verschiedene Studien zusammenfassen könnte. Ich hoffe, es wäre, dass es in die Richtung geht. Vielen Dank, Herr. Dankeschön.